Was ist jetzt? Warte noch, wir sind hier zu leicht. Was? Was muss ich denn hier machen? Alle Götter des Gleichgewichts, haltet schützend die... Wenn schon, dann unter uns, bitte. Mehr Gegengewicht, Leute! Ich weiß ja nicht, wie viel die alle wiegen. Da gibt's bestimmt eine Lösung für, oder? Auch nicht. Können wir Sedgwick nicht abstürzen lassen? Spot. Spot. Das geht schief. Du schaffst das, Buddy. Du musst nur richtig Anlauf nehmen. Spring ordentlich ab. Konzentrier dich auf dein Ziel. Sepa sei mit dir. Du bist so eine mutige Raupe. Spotty! Oh nein! Hab's ja gewusst. Sedgwick, ist das deine Raupe? Du musst Spot helfen! Er ist ins Wasser gefallen. Er wird's überleben. Heilt euch! Komm, Rini, schnell! Genau. Aber Spot! Wir suchen unsere Leute zusammen und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Scharne. Keiner hält dich auf. Doch der Kanaldeckel befürchte ich. Das war ja wieder knapp. Ach, Sedgwick, du gefällst mir gerade überhaupt nicht. Ich meine, als trübsinniger Clown ging's ja noch. Aber jetzt bist du ja richtig miesepetrig drauf, ne? Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Samuel sprach nur von einem Gott, aber hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini? Kyra? Wo seid ihr? Siehst du die nicht? Eine Laterne ohne Kerze ist wie Noah ohne Rini. Armer Noah. Mal sehen, was mir noch so einfällt. Eine Laterne ohne Kerze ist wie Opa ohne Hose? Nein, schlimmes Bild. Ja. Opas Hose fehlt übrigens völlig. Eher wie Sedgwick ohne Silence. Nutzloses Ding. Nutzloses Ding. Von Kyra gibt es eine Statue? Hm, vielleicht weil sie eine Kriegerin ist. Ach, du bist doch behindert. Ziemlich gut getroffen. Ja, weil es original ist. Wow, eine Statue von Rini. Klar, sie ist ja die Königin. Warum muss sie diesen riesigen Kopf stemmen? Merkwürdige Pose. Merkwürdige Pose.
Wieso heult der Kerl? Stell mal das Wasser. Was will uns der Künstler damit sagen? Was will uns der Künstler damit sagen? Tja. Wenn ich das wüsste. Tal der gefallenen Götter. 1-0-0-0-0-Silence. Shanas Adresse. Shana? Shana? Tja. Sind die irgendwie in das Wasser gekommen und das Wasser hemmt ein? Weil eins ist ja klar, das sind die Originalfiguren. Das ist keine Kunst. Was will uns der Künstler damit sagen? Ist hier noch irgendwo was? Das Blöde ist, so ein Bildschirm ist ja verdammt groß, ne? Teil der gefallenen Götter. Oder dürfen wir endlich wieder zu dem Orakel? Na komm, dann gehen wir mal zum Orakel. Ich freue mich ja so wahnsinnig auf Shana, ne? Auf diese sanfte, freundliche Person der ersten Ebene. Ach, wunderbar. Hallo, Seth. Oh. Hallo, Shana. Dass wir uns nochmal über den Weg laufen, was das letzte Treffen war, nicht gerade das, was man gern in Erinnerung behält. Schwamm drüber. Du kannst ja nichts dafür, dass du Dinge erzählst, die keiner hören will. Du bist schließlich ein Orakel. Und du bist immer noch derselbe Clown. Bleib höflich. Diese Steinstatuen draußen, das sind doch nicht wirklich Rini und Kyra, oder? Doch. Aber wieso? Warum? Das hier wird eine Prüfung für dich, Sadwick. Und sie hat schon begonnen. Bist du in der Lage, diesmal das Richtige zu tun, Sadwick? Na, so wie du aktuell drauf bist, wohl eher nicht so ganz, oder? Was ist denn das Richtige? Fang damit an, Rini und Kyra ihre Lebenslichter zurückzubringen. So kannst du beide befreien. Ich stelle dir einen magischen Thron zur Seite. Oh. Bedenke, dass der Thron symbolisch für den Herrscher von Silence steht und also auch so funktioniert. Hast du das alles verstanden? Nein, eher nicht. Lebenslichter an Rini und Kyra verteilen, während ich auf dem Thron sitze? Probier es aus. Genau, im schlimmsten Fall sterben eben alle. Ist ja nicht schlimm. Dann kann der Zuschauer wieder sagen, der Fussel kann nicht spielen. Ganz schön romantisch. Erwartest du heute noch jemanden? Das sind nicht bloß Kerzen, sondern Lebenslicht. Nein, nein, nein. Geht eine Flamme aus. Erlischt damit ein Leben. Ups, Entschuldigung. Errungenschaft freigeschaltet, Hachi. Ist die da Rinis Kerze? Oder Kyras? Rini? Nein. Jetzt mach aber keinen Scheiß, hör auf, die Kerzen auszublasen. Kyra? Nein. Ist die da Rinis Kerze? Nein. Rini? Nein. Muss ich die jetzt finden? Ist die da Rinis Kerze? So, was können wir denn noch machen? Kyra? Ja, Punkt für mich. Was machen wir jetzt damit? Gehen wir jetzt zurück oder was? Alter, du kannst... Ich würde dir nicht die Kerze in die Hand geben. Und wer macht denn so einen Scheiß? Mann, Kerzen sind doch ganz fragile Dinger. Pack die besser in die Laterne. Wenn das geht.
Mist, die Kerze ist zu lang. Nein, nein, nein. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist doch nur symbolisch, Kyras Lebenskerze, stimmt's? Ich meine, die Länge der Kerze hat doch nichts mit Kyras Lebenszeit zu tun, oder? Oder? Ja. Hast du bestimmt gerade etwas verkürzt. So geht's. Ja, nimm den Splitter. Lebenslicht für Splitter. Guter Tausch für mich. Ja, was ist jetzt hier? Wenn ich Rini befreit habe, sollte Kyra auch wieder lebendig werden. Hoffe ich mal. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht, wenn sie merkt, dass sie in einem Wasserfall steht. Wenn ich Rini befreit habe, sollte Kyra auch wieder lebendig werden. Sedwick, was ist denn mit dir? So das gefällst du also mir. Das ist also der wundersame Thron. Da hinten steht was drauf. Im Zustand der Melancholie ist man von Finsternis geblendet. Ein großer Narr, der das gesagt hat. Mal sehen, was er so kann. Ja, weil wer schwarz sieht, kann nichts sehen. Denk dran. Hm? Gar nichts. Da passiert nichts. Kannst du die wieder zusammenkleben hinterher? Und wo ist denn Renis Kerze? Und was machen wir mit der? Weil wir können ja die brennende Kerze nicht unter den Wasserfall halten. Dann ist sie ja sofort aus. Aber wieso stehen die unter dem Wasserfall? Was ist denn da passiert? Kann mich mal einer aufklären, bitte? Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Wir haben sie schon gefunden, ne? Da ist sie. Da ist sie! Ganz vorsichtig. Ja, ist deine Schwester, denk dran. Warum hat die so eine Weihnachtskugel? Dieser magische Thron kann überhaupt nichts. Wenn ein Frosch auf Klaviertasten springt, kommt auch kein Konzert dabei heraus. Hm? Was willst du damit sagen? Der Thron gehört zum Herrscher von Silence. Du bist es nicht. Das wissen wir ja mittlerweile. Okay, der Thron macht irgendwas, aber nur für den König von Silence. Die Königin. Was passiert, wenn ich etwas auf den Thron lege, das Rini symbolisiert? Dann spende ich dir Applaus. Ich habe von Rini viele Erinnerungen. Wie bekomme ich die jetzt auf den Thron gesetzt? Es geht um Symbolik, Sedwick. Symbolik. So, und jetzt sage ich nichts mehr dazu. Warum denn nicht? Finde ein Symbol für Rini. Ich dachte, du wolltest nichts mehr sagen. Aha. Es geht um Symbolik. Ich hab's verstanden. Kyra ist nicht lebendig geworden, als ich ihr die Kerze gegeben habe. Ich sagte doch, erst wenn beide ihre Lebenslichter in den Händen halten, ist der Bann gebrochen. Ja, was denn für ein Bann? Wo kommt er denn her? Du hast Rinis Leben in deinen Händen. Versuche nicht zu niesen, ja? Okay. Und wenn ich eine Lebenskerze ausblase, kann ich die nicht sofort wieder anzünden? Ich weiß nicht, wie ich Rini retten soll. Überwinde dein Selbstmitleid. Tu das Richtige. Erkenne deine Stärke. Hör auf dein Herz. Warum prüfst du mich? Warum nicht Rini? Ich bin doch nur ein Teil ihrer Gedankenwelt. Die Frage hast du dir soeben selbst beantwortet. Meinst du, nur weil du nicht real bist, kannst du dich benehmen wie ein Klotz am Bein? Na, jetzt kriegst du einen Einlauf, Junge, wa? Als Teil von Rinis Gedankenwelt hast du direkten Einfluss auf ihr Handeln. Erkenne deine Macht. Möge die Macht mit dir sein. Jetzt mal ohne esoterischen Schnickschnack. Wozu bin ich hier? Ich meine als Sedwick. Was bedeutet das? Gegenfrage. Was ist das Einzige, das Rini wirklich zu helfen vermag, wenn sie Angst hat? Die Geschichte von Silence, stimmt's? Und diese Geschichte ist deine Geschichte, Sedwick.